Also ich glaube, brauchen wir nicht die Erklärung. Gestern habe ich genug geredet und sofort nach dem Spiel hat man gespürt, wenn du offensiv so einen schwachen Tag hast und hast du wenige Torschuss, dann schwierig, ja, punkten. Du hast voll verdient verloren, hast du getan, gemacht, aber irgendwie die letzte Konsequenz zu wehren oder schwierig einzusetzen, was, ja, weil wir haben geprüft, wir haben nicht wenig trainiert, nicht viel trainiert. Also gibt keine Ausrede. Einfach akzeptieren, Glückwunsch sagen zum Union Berlin. Die sind momentan gut, machen es richtig gut, ja, und wir arbeiten weiter. Wir haben etwas vorgenommen, eine neue Mannschaft zu bauen, eine neue Mentalität. Das gestern liegt nicht an die Mentalität. Jetzt gehe ich raus für die Garten und kommt mein Nachbar mit dem Hund, der alte Nachbar, und gleich kommt die böse Kritik. Aber das bei Sieg, dann kommt die Glückwunsch und die fiebern sie auch mit. Da gibt Herr Tanner, gibt Unioner und das ist so. Aber das ist schön in diesem Fußball, dass ohne diese Emotionen würde keine Zeitung lesen, dein Job wäre nicht hier, deine nicht und meine nicht, ja. Diese Emotion brauchen wir. Einer gewinnt, einer verliert.